Ja, da würde ich immer sagen, so schnell kann es gehen. Eigentlich wollte ich mir den Abend hier heute noch gemütlich mit Tomodachi Live zu Ende machen. Und was sehen meine Augen denn da? Samus hat ein Herz. Ja, aber wir haben doch im letzten Part gesehen, dass sie sich in mich verliebt hat. Das kann doch irgendwas nicht stimmen. Deshalb müssen wir ja mit Samus mal sprechen. Oh Mann. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Nein, das können wir nicht, denn, ja, die Hochzeitsglocken läuten. Wer hätte das gedacht? Ich möchte Sherik einen Antrag machen. Ist das eine gute Idee? Nein, weißt du, das ist eine ganz falsche Idee. Natürlich, nur zu. Welcher Ort wäre für einen Antrag wohl der beste? Welcher Antrag wäre der beste? Ich würde sagen, das Feuerwerk. Sollte ich mich vorher umziehen? Nein, du bleibst so. Den richtigen Zeitpunkt für den Antrag Genau. abzupassen macht mich nervös. Könntest du mir helfen? Das können wir. Gib mir Bescheid, wenn Sherik an mich Das denkt. hatten wir, glaube ich, noch gar nicht im LP. Wir müssen jetzt den richtigen Moment abpassen. Das heißt, wir müssen den Touchpad den Touchscreen im richtigen Moment berühren und dann, ja, steigert sich die Beziehung zu denen noch weiter. Kein Problem. In Ordnung, ich mache den Antrag. Oh, ist das geil. Sehen wir das auch endlich mal. Sollen wir uns hier hinsetzen? Gut, warum nicht? Ist das nicht wunderschön? Ja, so funktioniert's. Ja. Ja. Tolle Antwort. Ja. Nein, ich Was hab. ist das Feuerwerk Na, nicht egal. atemberaubend? Egal, wir haben drei Versuche. Wir dürfen. Ja, zwei Na, es ist Fails. wirklich sehr hübsch. Zwei Fails dürfen wir haben. Aber gut, jetzt muss ich mich konzentrieren. Immer lieber nochmal warten hier. Nichts überstürzen. Jetzt. Was ist schöner, das Feuerwerk oder ich? Du natürlich. Leinbeck ist wohl auch Ja, hier. interessiert doch keinen Witz, was dieser Trottel macht. Oh. Oh, tatsächlich. Mann, ich möchte mich jetzt nicht vertippen. Ah. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Das macht Schieß auch einen los. nervös, dieser Herzschlag da. Oh. Und er wird noch schneller. Meine Fresse. Jetzt hätte ich es machen können. Ja. Möchtest du mich heiraten? Boah. Der Druck steigt, der Puls. Du, 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 du. Liebend gern. Aber eigentlich müsste ich das machen. Naja. Applaus. Applaus, Applaus. Wie gesagt, eigentlich hätte ich das machen müssen anstatt Samus, aber naja, ich nehme es auch an. Oh Mann. Es ist alles richtig gut gelaufen. Vielen Dank. Das ist doch super. Das hier möchte ich dir als Dank geben. Dann mal auf zur Hochzeitsfeier. Samus hat's geschafft. Und das erste Mal, glaube ich, dass wir sowas sehen mit Hochzeit und so in diesem LP. Die Hochzeitsglocken. Das hört man draußen sogar. Wird ja auch immer gehupt. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber hat jetzt irgendwie gepasst. Ach, ist doch schön. Ist doch sehr, sehr schön. Hochzeitsreise durch Amerika. Ja, tolles Land zur Hochzeitsreise. Oh Mann. In der Nähe der Golden Gate Bridge gibt es Wälder mit atemberaubenden Riesenmammutbäumen.
Lass uns ein Foto machen. Genau, das kennen wir auch schon. Ich glaube, eine Reise hatten wir ja schon mal. Das hoffe ich nur nicht, dass sie nicht so zwinkern. Ja, naja, wobei, das geht sogar. Das geht sogar. Die Freiheitsstatue ist das Wahrzeichen von New York. Dabei kommt sie eigentlich aus Frankreich. Hatte die nicht sogar 75. Jubiläum, glaube ich, neulich gehabt? Ich habe irgendwie sowas gehört, aber vielleicht war es nicht die Freiheitsstatue. Aber irgendwie habe ich das so in Verbindung. Oh, jetzt blinzelt Samus. Monument Valley ist wirklich unglaublich. Ein wahres Monument von einem Tal. Ja. Lass uns ein Foto machen. Das muss man so sagen, Samus. Oh, jetzt zwinker ich. Naja, egal. Schöne, schöne Bilder. Wunderschön. Wir hatten so viel Spaß. Das ist doch ein Andenken für dich. Ein großes Highlight des LPs. Und wir haben einen Homerun-Ball bekommen. Bitte sieh weiter nach uns, auch wenn wir jetzt verheiratet sind. Ja, natürlich mache ich das. Vor allen Dingen, weil es ja mein Mii ist. Und voll erstmal aufladen die Leiste. Erstmal direkt ein Level up. Gut, dann brauche ich eigentlich... Ja doch, ich mache aber trotzdem die nächste Ballade, aber ich weiß noch nicht genau, was ich da mache. Ich wollte ja noch ein Lied bald machen, aber mal gucken. Ich möchte irgendwann die Nummer 1 auf Sheriff Town sein. Ja, also dadurch, wenn du da jetzt geheiratet hast, da hast du dir einen großen Schritt nach vorne gemacht, auf jeden Fall. Naja, wobei ich sagen muss, da habe ich schon bessere Wohnungen gesehen. Aha, und das ist ja sehr toll. Ich lese ein Buch und sehe eine Zeitung. Ah ja. Gut, was geht denn bei sonst noch so ab? Okay, ihr habt solche Rufzeichen, aber ich denke mal, das ist mir jetzt egal. Ja, da hätte ich jetzt eigentlich echt nicht mit gerechnet, dass sowas noch heute passiert. Naja, ihr seht es ja auch schon, es ist was passiert hier, was ich euch eben zeigen werde. Herzlich willkommen. Denn es gibt heute, ab heute, dem 17. September, was Neues aus dem Spot Pass, nämlich das Supermarktuniform. Ja. Ich kaufe es mir jetzt einfach mal in Blau, aber ob ich mir das anziehe irgendwann, weiß ich noch nicht. Naja, aber ich muss echt sagen, also das freut mich echt, dass wir jetzt nochmal so ein geiles, was Geiles hier gesehen haben. Aber gut, der Part, ich werde da schon noch was hier in den Part reinzimmern, das ist klar. Gut, dann können wir auf jeden Fall einen neuen Bewohner einziehen lassen. Das sollte sich doch machen lassen hier heute. Und ich denke mal, ich wüsste auch schon, wen ich da einziehen lassen werde. Genau. Wird wieder eine Prominente sein. Naja, wobei Prominenz, das muss jeder selber entscheiden. Ja, doch. Moment, aber ist das ja... Ja, nee. Nee, wir lassen Miley Cyrus einziehen. Ja, bringt vielleicht ein bisschen das eine oder andere Stimmung rein. Nein. Ja, so natürlich nicht. Jetzt muss jetzt mal wieder eindeutschen. Milai. Ja, natürlich wird das so geschrieben. Moment, haben das gleich. Milai. Ja, jetzt noch das E weg. Miley. Perfekt. So, und dann heißt sie... Cyrus. Ja, Cyrus, natürlich. Oh Gott, ob ich das jetzt so schreiben kann. Cyrus. Moment mal, vielleicht mit... nicht da. Vielleicht mit einem Z. Cyrus. Vielleicht mit einem Z. Cyrus. Ja. Kann man so sagen. So, dann hatten wir hier das so. Und dann hier... Miley Cyrus. Ach nee, ich hab Cyrus. Cyrus. Ja, okay. Dieser eine da aus Pokémon Platin. Miley Cyrus. Cyrus. Ja, komm, passt so. Hat er dir einen Geburtstag? Einen Moment. '92. Gut vorbereitet und so. sag ich nichts zu. Ich bin Miley Cyrus. Ja. Ich bin Miley. Die hat eigentlich schon eine etwas tiefere Stimme. Ich bin Miley Cyrus. Ich bin Miley Cyrus. Nee, so auch wieder nicht. Ich bin Miley Cyrus. Ich bin Miley Cyrus. Ich bin Miley Cyrus. Nein. Ich bin Miley Cyrus. Ja? Alle. Ich bin Miley Cyrus.
Ich bin Miley Cyrus. Ja, so passt doch. Okay, handelt. Ja, doch etwas schneller. Spricht. Ja, auch direkt. Ausdruck ist sehr lebhaft. Denkweise ist sehr sorglos und eventuell dann doch etwas sehr speziell. Naja, komm, sagen wir mal eher hier. Und dann ist, denke ich mal, hier lebhaft und spricht dann da. Ja, komm, machen wir das so. Weil dann, sonst wird es wieder abenteuerlustig und das habe ich schon zu oft. Ja, das kann man auch so sagen. Mehr oder weniger zumindest. Okay. Und schon ist die nächste Reihe wieder komplett aufgefüllt. Alter Schwede, wie das hier abgeht. So, aber ob ich eine passende Einrichtung für sie habe, das weiß ich noch nicht. Naja, aber erstmal herzlich willkommen. Ich bin Miley Cyrus und wohl eher so der Kumpeltyp. Ah, ja, okay. Nichts ist unmöglich, gar nichts. Ja, das ist ja schön. Dann kannst du ja mal Ratatouille essen. Etwas französisch. Na, ich weiß, so heißt es nur der Name auf Französisch, aber das Gericht kann man auch deutsch essen oder... Naja, wie dem auch sei. Gut, haben wir nochmal einen neuen Bewohner einziehen lassen und dann würde ich ja mal sagen... Genau, wir hatten schon mal wieder kein... Ist schon wieder etwas länger her, dass wir so ein Spielchen gemacht haben, deshalb... Hast du Lust auf ein Spielchen? Machen wir das mal mit Maxwell. Ach, schnappen. Oh, das wird ja ganz schlecht werden, das weiß ich jetzt schon. Naja, gut. Es geht los. Probieren wir unser Glück. Wir müssen im richtigen Moment tippen. 2. 1. Ha! Da hast du nicht mitgerechnet, ne? Der zählt runter und dann, da braucht er nochmal 3 Jahre, bis er dann endlich abwirft. Ha! Damit hat er aber nicht gerechnet. Nee, damit haben wir nicht gerechnet, mein Freund. Das ist für dich Ebenbild von Schön. Oh, wir haben jetzt eine Koralle. Ich hoffe, die kann man für gutes Geld verkaufen. Wenn ich mich so in richtigen Sinne habe. Und es tut mir leid. Jenny weiß echt Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Wenn ich gerade ein bisschen übersteuert habe. Gut, gucken wir mal einen Traum an. Heute kommt ein bisschen irgendwie was zusammen hier. Das muss man echt so sagen. Ah ja. Ein Hut oder ein Croissant? Und eine Falle? Nein. Ja, auch nicht schlecht. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ich hab dich vermisst. Ja, freut mich. So, am liebsten würde ich ja das Croissant geben. Haben wir das schon? Nee, haben wir leider nicht. Naja, dann ist meine Birne. Moment, jetzt weiß ich ja nicht. Ah, ich hätte mal fragen sollen, was sie will. Weil vielleicht wollte sie ja was zu essen, was Spezielles und... Nee, okay. Ich glaube, Professor Layton und ich haben wirklich etwas ganz Besonderes. Was hältst du von Professor Layton? Ja, finde ich auch. Dachte ich's mir doch. Ich bin ja so erleichtert. Ja, das freut mich für dich. Ja, stimmt. Hätte nichts mit Essen sein können, weil es war ja ein orangenes Freundeszeichen. Okay. Verwundert mich, er hat sich mit irgendjemandem gestritten. Na gut, dann jetzt erstmal Leon. Ich dachte ja schon so, wir werden mal ein Part ohne irgendwelche Gestreite miterleben, aber... Lange nicht gesehen. Wo war... Ja, ich war weit weg, Jenny, weißt du? Ich sind richtig gut befreundet. Was hältst du von Jenny und mir? Ja, ist alles toll, alles ist bestens. Dann steht einer noch engeren Bindung ja nichts im Weg. Ja, das freut mich für dich. Ja, also das finde ich jetzt zum Beispiel nicht besonders. Also da könnte man ein bisschen mehr machen. So. Sonic, nee, guck mal auf jeden Fall nochmal in dem Haus von meinen beiden vorbei. Ja, hat sich wenig getan. Und sonst passiert hier gar nichts, wenn ich das so sehe. Aha, ihr putzt euch die Zähne, ne? Interessant. Okay. Ja gut, dann, gucken wir mal, was Little Mac so will. Oder hat er sich mit Rocco gestritten? Ja, anscheinend. Ich bin ja nicht oft sauer, aber jetzt bin ich wirklich... Ja, ist mir egal. Ist mir egal, da habe ich jetzt keine Lust drauf, auf das Gestreite. Nee, da habe ich jetzt keine Lust. Gucken wir mal, was so in den anderen Gegenden abgeht. Okay, Brittany, die neue aus dem letzten Part, die neue Bewohnerin, zieht sich erstmal einen Kuchen im Café rein. Um... 20 Uhr. Auch nicht schlecht. Was passiert denn am Strand? Aha, da
chillt ein bisschen Michael Jackson und sonst gar nichts. Okay. Ah, stimmt, was ich euch auch noch zeigen kann, den Meinungsmacher, das habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Da kann man dann ja, ein bisschen Meinungen machen. Ja, nichts Besonderes halt, aber was könnte man denn mal fragen? Genau, was ist cooler? Mario Kart 8 oder Tomodachi Life? Naja, in dem Spiel überrascht mich diese. Für junge Menschen die einzige Wahl. Überrascht mich dies überhaupt nicht, aber. Es gab keinen Zweit. Unsere Wo bin ich Eltern. denn eigentlich? Unglaublich, aber eine Okay, gute Wahl. Emmett. Ah, Es ist okay. die einzige Ja, ich habe für Möglichkeit. Mario Kart 8 entschieden. Sonst, mehr kann ich doch jetzt. Nach dem Ausschlussverfahren entschieden. Okay. Es ist die richtige. Wird schon passen? Interessant, wer alles hier auf Tomodachi Life steht. Denkst du auch, dass das in Ordnung ist? Nee, sonst hätte ich das ja auch gewählt. Naja. Stimmt, mir fällt noch was ein, was ich euch zeigen kann. Das ist im Turm. Aber zeige ich euch gleich erstmal nochmal ein paar. Gucken, wer da ist. Ach, Midna. Okay. Saugt die Dunkelheit in sich auf. Ja, ich weiß, hat nicht so gepasst. Okay, da ist Indiana Jones. Untersucht den Springbrunnen, ob da irgendwelche Geheimnisse sind. Naja, jetzt zeige ich euch noch was Besonderes am Turm. Hier kann man Erzähl mir mal machen. Ihr habt lange genug gewartet. Zeit für eine Runde, erzähl mir mal. Ja, da kann man die Bewohner Fragen antworten lassen. Wobei, ob die das jetzt mit Ja oder Nein beantworten, das hat eigentlich überhaupt keine Aspekte. Ist eigentlich nur zum Spaß, es sei aber gut, gucken wir mal. Wer findet Bildbände langweilig? Wer zählt sich zur Süßkartoffel? Wer findet Cosplays nähen lebensnotwendig? Ah, gibt's noch was Tolleres? Nichts Besonderes eigentlich. Gut, man kann natürlich auch selber was da reinschreiben, aber mir fällt da jetzt nichts Besonderes ein. Ja, das ist doch eine tolle Frage. Wer findet Hausaufgaben lebensnotwendig? Ja, das überrascht mich eigentlich nicht. Ja, wobei bei Max ist das eigentlich schon überraschend. Naja. Und So. jetzt ist Zeit für Frage Nummer 2. Machen wir das mal. Wer wird schwach, wenn man Heldinnen erwähnt? Auch nicht. Wow, also bei Batman überrascht mich das ja schon. Also hatte ich schon eigentlich gedacht, dass er ja Und sagt. jetzt die letzte Frage. Er nimmt sich unbewegt Verkleidung zum Vorbild. Aha. Schönlinge. Aha. Ja, sehr interessant. Meine Güte. Gibt es da irgendwas, was man da noch nehmen könnte? Wer kann gar nicht gut Schorf sammeln? Ja. Jetzt muss ich mal gucken hier. Vielleicht kommt da noch was. Aber wenn nicht, sollte ich auch mal vielleicht was nehmen, ne? Wer nimmt sich unentwegt Döner zum Vorbild? Wer nimmt sich unentwegt Döner zum Vorbild? Ja, genau. Ja, aber sehr schwach die Vielen Antworten. Dank fürs Mitmachen. Normalerweise ist eigentlich schon, dass mindestens einer meine Hand hebt, aber das fand ich jetzt etwas komisch. Naja, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Gut, ja, wie gesagt, das große Highlight des Lasst uns Parts, das etwas war am spielen, Anfang. Ebenbild von Shelly. Ja, komm, Batman, deshalb bin ich ja hier. Das Highlight mit der Heirat. Ja, und jetzt geht der Part noch so ganz ruhig runter. Aber ich hatte Glückwunsch. echt, das muss ich nochmal sagen, echt kurz ein gutes Gefühl. Ein Rubin-Anhänger kann ich ihr jetzt schenken, der Samus.
Ja, gut, dann hoffe ich ja mal, der Part hat euch gefallen. Wenn im Sinn ist, hoffe ich, schaltet auch im nächsten Part ein. Was wir da machen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall denke ich mal, aber wird's. Endlich wird es wieder etwas gelangen. Ja, keine Ahnung. Ich hatte eigentlich nicht mehr gedacht, dass ich noch so viele Parts mache. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas, das niedlich aussieht. Ja, gut, dann gebe ich dir einfach mal was. Was könnte man dir denn geben? Gibt's das vielleicht in Schwarz? Willkommen. Ja, leider nicht. Dann gucke ich mal hier, ob es hier irgendwas in Schwarz. Ja, hahaha. Das wäre eigentlich eine Idee. Ja, ich denke mal, das Flamenco-Kleid. Nee. Das soll ja auch irgendwas Süßes sein. Nee, auch nicht so wirklich. Ja, also ich muss schon sagen, mitten da irgendwas zu geben, das ist nicht gerade einfach. Nee, auch nicht. Es ist leider nicht schwarz. Puh, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Nein. Das sieht eine Frau an. Naja, Skihose, naja. Finde ich ein bisschen komisches Outfit, aber gut. Aber, das könnte eigentlich passen, aber das ist nicht niedlich. Ja, das könnte man als niedlich erachten. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was ich ihr geben werde. Ja, ja, doch, doch, doch. Das hat mich noch am meisten angesprochen. Wenn ich es nur wieder finde. Ja, ich glaube, das hier oben. Genau. Ich werde dir das geben. Am besten mit dem Grünen. Genau. Genau, das sieht dann noch am ehesten, würde ich sagen, aus. Aber wie gesagt, ein komplettes schwarzes Outfit, das kann man ja eigentlich schlecht geben. Sie ist ja die kleinere Form und, ja, doch, 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 das wird dann so passen, denke ich mal, ja. Ja, doch, 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 ist okay. Es geht schlimmer, auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall schlimmer. Gut, dann würde ich sagen, ja, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Tomodachi Life. Und ich hätte echt nicht gedacht, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte euch noch gucken, was ihr noch mal im Haus macht, ob ihr da noch was anderes macht. Aber wie gesagt, ich hätte echt nicht gedacht, dass wir noch so lange hier, dass das noch doch so lange gehen würde. Ich dachte eigentlich, ich würde nur 5 Parts ungefähr damit dran sein, wie, bei am Zähneputzen auch nicht schlecht. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass das LP, nur so 5 Parts oder so gehen wird, aber, ja, jetzt sind wir schon bei Part 11 oder 12, glaube ich, und, ja, wer weiß, vielleicht geht's ja noch ein bisschen. Auf jeden Fall, euch noch einen schönen Tag und zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake.